Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Forstwirtschaft 2017. Wir machen weiter in dem Spiel und wir müssen das vermutlich noch so ein bisschen cutten. Ich würde mal sagen, hier ist ein guter Schnittpunkt. Und dann schauen wir uns... Na, das machen wir mal vielleicht bei Tageslicht. Ich fäll jetzt erstmal ein paar Bäume und dann bringen wir die später alle zum Sägewerk unseres Vertrauens. Später können wir uns noch ein eigenes Lager kaufen, da müssen wir aber noch ein paar Level... Ja, das war nicht erfolgreich. Müssen wir noch ein paar Level hinter uns bringen. So. Irgendwie werden die Tage immer länger. Man muss irgendwie selbst darauf achten, dass man pünktlich Schluss macht hier im Spiel. Das nimmt einem keiner ab, offenbar. Ah, jetzt, nächster Tag. Genau. Das Licht hier ausmachen. So, und dann nehmen wir den Baum noch mit und dann haben wir, glaube ich, erstmal genug. Ja, so nicht. So sollte es klappen. Können wir dem auch mal zugucken, wie er fällt. So, dann entasten wir den. Und gleich mal. Ah, hier haben wir schon. Genau, hatten wir hier. Genau, wir hatten auch schon zum Arbeitsmodus umschalten. okay. Okay. Irgendwas passiert hier gerade. Müssen wir uns das mal im Detail hier anschauen. Das sieht ja eigentlich so schlecht nicht aus. Aber hier schon wieder diese Engine. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier schon wieder ein Eigenleben führt, hier der Wagen. So. Das wirkt ganz professionell, was wir jetzt hier machen. Ja, das war jetzt die falsche Taste. Na. Was ist das Gegenteil? Y, na klar. Das Gameplay ist hervorragend. Und... Nee. Na. Nee. Das war nix. Schauen wir hier nochmal. Boah, das ist wirklich... Das ist mega schwierig. Das mit dem Dings irgendwie hinzubekommen. Wie können wir denn... Ah, wir können auch mit der Dings was machen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Jetzt müssen wir nur noch die Greifrichtung ein bisschen ändern. Nee. Na! Das ist ein bisschen ein Glücksspiel. Gucken wir nochmal, ob wir den da bekommen, den Baumstamm. Sonst müssen wir halt kurz mal den Arbeitsmodus
Soll ich da noch was zu sagen? Nee, es ist doch scheiße. Was soll denn sowas? Ja, gut, okay. Liegt er halt da. In jeder Folge haben wir irgendeinen Bug. Bis auf der ersten Folge, glaube ich. Da war noch alles gut. Also das kann es doch irgendwie nicht sein, oder? Jetzt müssen wir zu dem Dings zurücklatschen. Zu diesem Dings, wie heißt das, zu der Garage. Wir müssen dort das Ganze zurücksetzen. Ich hatte eigentlich Hoffnung bei dem Homeoffice und sowas, aber irgendwie, da wird man echt herbe enttäuscht. Und das nehme ich den Entwicklern und dem Publisher ein bisschen übel, muss ich sagen. Zurücksetzen. Jetzt spielt das Spiel ab? Nee. Kann ich da jetzt auch einsteigen, oder? Hä? Ich habe das doch gerade zurücksetzen lassen. Da können wir uns auch jetzt nicht draus befreien. Wir können den Anhänger auch jetzt nicht abkuppeln oder sowas. Das geht alles nicht. Ist einfach nicht möglich. Und können wir hier vielleicht irgendwas machen? Ist der Arm uns aus dieser... Ja, na klar. Warum habe ich das in Zweifel gezogen? Das ist so merkwürdig, dieses Spiel. Andere Bezeichnung kann man eigentlich nicht für finden. Na? Kann ich... Nee, ich glaube... Ah! Wir stehen hier auch irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe das Gefühl, aber... Egal wie wir uns stellen, das Ding verschiebt sich irgendwie immer. Bin ich so doof oder kann das Spiel das einfach nicht? Also ich glaube, ich bin so doof. Aber haben die keine QA-Abteilung oder sowas? Das ist... Das muss einem doch auffallen, dass das Spiel... Oder spielen die einfach nur die ersten 10 Minuten und sagen dann, ja, läuft, können wir so machen. Irgendwie, also, da frage ich mich so ein bisschen. Okay, das funktioniert nicht. Das ist ja vielleicht auch realistisch, weiß ich nicht. Das kann ja gut sein. Das entweicht dem einfach immer. Man schaue sich das mal an hier. Ein bisschen weiter raus. Ah ne, das kann man jetzt leider nicht machen, weil das auch mit dem Mausrad. So, jetzt machen wir mal ein bisschen. So. Es entweicht einfach immer. Also irgendwie schwindet meine Lust, dieses Spiel zu spielen, wenn ich hier nichts greifen kann. Bis jetzt war ich eigentlich frohen Mutes, dass es noch besser wird, aber irgendwie wird es schlimmer. Ah. Aber immerhin, es ist von Fliegel, ne? Dieses Gerät, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch so gut sieht, aber es ist von Fliegel. Nur was bringt einem die beste Lizenz, wenn das Spiel kaum spielbar ist? Also irgendwas muss ich doch ganz offensichtlich, das kann doch nicht sein, dass man sowas auf den Markt bringt, wo das Essentielle nicht funktioniert.
Und wo das Ding auch einfach mal in die Erde gestampft werden kann. Okay. Ah, jetzt haben wir. Oh graus, oh graus, oh graus. Also, ihr entscheidet. Soll ich das Spiel weiterspielen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn da nichts in der Richtung an Feedback kommt, dann lasse ich es einfach mal bei diesen Folgen und dann haben wir uns das Spiel mal angeschaut, wissen, wie es ist und das reicht dann vielleicht auch. Aber wenn ihr sagt, das Spiel muss auf jeden Fall weiterspielen, dann spiele ich es auch gerne noch ein paar Folgen weiter. Ich muss mir dann mal eine Strategie überlegen oder ich warte einfach aufs erste Update oder sowas. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon draußen, keine Ahnung. Ich spiele es alles noch mit der Release-Fassung. Ja, ich bin nicht ganz überzeugt von dem Spiel. Man könnte sogar sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Und ja, jetzt nach den ganzen Folgen könnt ihr vielleicht auch nochmal sagen, ob ihr bei eurem Anfangsstatement bleibt oder ob ihr das noch verschlimmern oder verbessern würdet. Schreibt es einfach mal rein, mich würde es freuen und mich würde es auch freuen, wenn da entsprechend Feedback kommt. Ja, entweder das ist die letzte Folge oder es kommen halt noch ein paar, das entscheidet ihr. Bis zum nächsten Mal sage ich hiermit eventuell tschüss, ansonsten definitiv tschüss.